Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Genshin Impact. Wir haben hier ja das letzte Mal angefangen, diese Lichtdinger hier zu suchen. Und wir müssen jetzt noch mindestens 3 weitere finden. Deswegen würde ich sagen, ich springe hier jetzt einfach mal rein. Und guck mal, ob ich da vorne irgendwo das Siegel finde. Ach, da leuchtet was. Oh Gott. Na, ob ich da jetzt noch hinkomme? Ich hoffe es. Da drüben leuchtet auch was. Oh Gott. Na, mal gucken, was das jetzt heißt. Oh Gott, wie viel von den Dingern muss ich denn sammeln? Ich dachte, das sind nicht so viele. Okay, jetzt haben wir 2 von den Dingen. Da unten ist ein Teleportpunkt. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt holen sollte. Ich kann mich ja aber... Oh, da unten ist... Doch, ich gehe mal da runter. So. Denn was wir haben, das haben wir. Sehr gut. Da ist auch so ein Teil. Und dann können wir uns ja, glaube ich, hochporten. Ich hoffe, die Dinger sind dann... Also, die verschwinden nicht, wenn wir uns teleportieren, hoffe ich. Oh, da ist ja so ein Teil. Oh. Ah. Sehr gut. Das hat 3 Stück gebraucht. Das eine hat nur 1 gebraucht. Ah, jetzt verschwindet so ein Ring, oder was das ist. Wow, diese Light-Actuating-Zeremonie funktioniert Magic. Ja, Paimon. Es sieht aus, als einer der 3 Halos oben ist jetzt solid ground. Let's start looking for the next puzzle. Ja, genau. Jetzt gucken wir für den nächsten. Ich glaube tatsächlich, ich teleportiere mich wieder da oben hin und fliege von dort aus wieder los. Ich glaube, das ist sinnvoller. Ah. Wir probieren es zumindest mal aus. Ist der Luftstrom. Da drüben ist wahrscheinlich nirgends einer, oder? Kann ich da trotzdem rausfliegen? Ich hoffe es. So, jetzt müssen wir darüber. Das? Ja, das geht. Sehr gut. Mal gucken, ob wir es gleich leuchten sehen irgendwo. Ja, da unten. Da, also 2 sehe ich. Theoretisch müsste hier noch irgendwo ein drittes sein. Naja, wir sammeln auf jeden Fall mal die 2 da ein. Das ist eine Feuerblume, das ist nicht schlimm. Oh, da ist auch wieder ein Portpunkt. Sehr gut. Und da ist das zweite. Oder brauchen wir hier nur 2? Ne, da ist das dritte. Haha. Huch. Ach, nö. Ach, Mann. Diese blöden Dinger. Das nervt. Das kann ein wenig dauern. Oh. Ah.
der denn da gemacht? Alter, das nervt. Jetzt geht mal erst den Kleinen hier kaputt. Ist recht lästig. Komm jetzt, mach das Schild kaputt. Endlich. Güte, die sind so ätzend. Ach ja, was soll's. Wir haben es geschafft. Jetzt haben wir hier auch das Teil aktiviert. Dann fehlt eigentlich ja nur noch eines, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja gut. It seems two of the halos have become solid ground. One more and the seals at the top of the tower will be broken. Ja. Hier sind übrigens auch überall irgendwo so eine Mokulus. Ich sehe die nur gerade nicht. Wahrscheinlich sind die irgendwo in der Luft. Ich habe jetzt aber auch keine Lust, die gerade zu suchen. Oh, da ist wieder irgendwas. Wir portieren uns wieder nach oben. Und gehen dann zum dritten Punkt, wo wir hin müssen. Da drüben. Oh, da steht eine Kiste. Die habe ich gar nicht gesehen. Das ist ja fies. da gehen wir am besten wieder in diesen Windstrom. Zack. Gehen dann einfach darüber. Da ungefähr. Gucken auch hier wieder, wo wir diese leuchtenden Strahlen sehen. Die Musik ist so schön. Lass mich raten, die sind da oben auf dem Ring. Würde mich zumindest nicht wundern. Nee, irgendwie nicht so. Ich glaube, ich habe da unten was gesehen. Doch nicht? Hm, wo sind die denn? Ah, da hinten. Da ist einer. Oh, jetzt wird's eng. Bevor wir hier ganz abstürzen, gehen wir lieber runter. Oh nein, nicht schon wieder. Oh, diese blöden Ranken. Wo ist das Viech, das die Ranken macht? Ich höre das irgendwo da drüben. Da. Diese blöden Schamanen. Huch. Ja, ja, lass mich hier und dann wieder mal auf Chi-Chi und... Ich weiß nicht, ich kämpfe gerne mit Chi-Chi. Sie ist eigentlich ein Heiler, aber ich nutze sie ganz gerne tatsächlich auch als DD. Ja, wow. So. Ich will ich gerne loswerden. Nervsch. Ja, ja, ist gut. Lass mich den Kleinen verprügeln. Ja, gut. Eigentlich bräuchte ich mit ihr zusammen einen Wassercharakter, dann würde sie die alle immer einfrieren. Das wäre natürlich top-notch. Ich meine, ich könnte ja Barbara, aber dann hätte ich zwei Heiler im Team. Ah, Gott, die Viecher sind so lästig. Oh, da lebt noch was. Wer denn? Bei mir. Okay. Ah, da!
komm schon da runter. Toll. Jetzt habe ich ihn über die Wand geschmissen. Sehr gut. Ist auch noch irgendwo ein Gegner? Da oben. Also ein so ein Ding habe ich jetzt eingesammelt. Huch! Nein, nicht runterhüpfen. Da ist der. Steck dich doch nicht so. Oh, wo sind jetzt die anderen Teile? Ich glaube, da habe ich noch was leuchten sehen, aber dann nehmen wir erst den Pilz noch mit. Oh. Nicht? Doch, da leuchtet's. Meine Güte, die sind hier aber versteckt. Ach, das ist hinter der Wand. Huch! Gott. Junge, hast du mich erschreckt. Dann... Ich glaube, Elektro bringt hier nicht ganz so viel. Jetzt haben wir zwei so Dinger. So, wo ist das dritte? Einmal da hoch. Ich sehe es gerade nicht. Ahaha. Ich würde ja sagen, seht ihr es, aber das bringt mir ja nichts, wenn ihr es seht und ich nicht. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wahrscheinlich habt ihr es schon entdeckt, nur ich sehe es wieder nicht. Echt? Komm schon. Nee, ne? Ein Windkanal. Vielleicht ist es doch da oben. Wieder irgendwas angelockt. Das wollte ich nicht. Ach, das ist... Oh, das ist eingesperrt. Das ist ja fies. Da hochklettern an dem Ding. Das ist gemein. Da komme ich wahrscheinlich nicht drüber, oder doch? Oh doch, es geht. Gut. Klettern wir hier am Rand entlang. Bin ich hier hoch genug? Ich denke. So, dann müssen wir hier runter. Aufpassen, dass wir nicht an den Rand kommen, sonst werden wir wieder rausgeschmissen. Zack, sehr gut. Jetzt haben wir alle drei. Jetzt müssen wir das Ding wieder finden. Ich glaube, das war da vorne. So. Sehr gut. Dann müssten wir alle haben eigentlich. Sehr, sehr gut. Okay, jetzt haben wir hier irgendwas aktiviert. It's done. Paimon thinks we should venture onward from here.
Ja. So, dann lass uns mal wieder dorthin teleportieren. Jetzt haben wir da noch einen Teleportpunkt. Sieht nach einem Dungeon aus. Mal gucken. Mal gucken, was Venti jetzt sagt. Hopefully this song will be sung for years to come by the people of Mondstadt, just like the legend of Vanessa. I have loved that song since I was small. How are you feeling today, Honorary Knight? I am completely prepared and fully confident that we can do this. Even Master DeLuke accompanied us to the very end. Despite only being an accidentally involved bystander. You shared your secret with me, and I only returned your trust to the same extent. It's freedom. Freedom? When you first arrived at Mondstadt, did no one tell you that Mondstadt is the city of freedom? She really is a child of freedom. Mondstadt is a romantic city without the reign of a king. And its citizens enjoy the most freedom amongst the seven nations. I hope the dragon that once protected Mondstadt will soon be free too. No one should have deceived him by telling him that Mondstadt betrayed him. And no one should have told him that it was his eternal duty to protect the city. He has the right and freedom to choose his own way of life. Venti? Well then, traveler, may the thousands of years of wind that have blown through Mondstadt go with you. Just like the last time, I shall channel animal energy for you. Oh, no wonder you said his voice sounds familiar. Ja, das ist mir tatsächlich im Nachhinein ist mir das noch gekommen. Ganz am Anfang, wo wir gegen Devalin kämpfen mussten, da hat uns doch eine Stimme gesagt, dass er uns die Kraft des Windes gibt. Und das war Venti. Denn wer es noch nicht verstanden hat, Venti ist der Gott des Windes, Barbados eigentlich, aber er nennt sich selber Venti und möchte unerkannt bleiben. Ja. Überschreite das Siegel. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt machen sollen. Ach komm, ich bin viel zu neugierig. Oh Gott, Treffen auf Sturmschrecken. Gott, ich hoffe, wir können ihm helfen. Wir machen das mal als Diluara. Oh, ich bin gespannt. Oh Gott. Truppenstufe 26. Ich weiß gar nicht, was meine Truppenstufe ist. Ich weiß gar nicht, wo man das sieht. Okay, Herausforderung als Einzelspieler. Also es ist doch ein Dungeon. Uff. Okay, Leute, ich würde sagen, das verlegen wir doch in die nächste Folge, auch wenn das jetzt ziemlich gemein ist. Tut mir leid. Aber ich fürchte, dass das sonst viel zu lange gehen wird. Und dann hoffe ich, dass euch die Folge trotzdem gefallen hat. Und falls ja, lasst mir doch ein Like und einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Und nächstes Mal gehen wir in den Dungeon. Ciao, ciao.